Weißt du, viele Menschen, die einmal Christen geworden sind, erleben in ihrem Leben, dass sie durch falsche Freunde, durch schwierige Umstände, durch Probleme, die auftauchen, durch Enttäuschung, so von dem Glauben so sich wieder etwas entfernen, dass es ihnen so etwas entgleitet. Ja? Und diese direkte Beziehung zu Gott, die ist irgendwie nicht mehr da. Sie merken, Süchte oder Sünde oder falsche Gewohnheiten oder was auch immer hat sich dazwischen geschoben. Und sie möchten eigentlich einen Neuanfang mit Gott machen. Und weißt du was? Das ist absolut gut. Gott freut sich, wenn du als ein Kind zu ihm rennst und sagst, ich hab's verbockt, ich möchte einen Neuanfang machen. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, ich schaff's alleine nicht, ich möchte einfach neu beginnen. Und wenn das dich betrifft, dann lade ich dich herzlich ein, jetzt mit mir zu beten, dass du einen Neuanfang mit Gott machen kannst. Lieber Herr, du weißt, dass ich einmal voller Feuereifer mich für dich entschieden habe. Und dass ich dir mein Leben gegeben habe und dass ich einfach akzeptiert habe, dass du mein Herr und Retter bist. Aber du weißt, dass durch mein Leben schwierige Umstände, Probleme, Dinge dazwischen gekommen sind und dass ich eigentlich von diesen guten Vorsätzen, die ich hatte, so weggekommen bin. Herr, und ich möchte von ganzem Herzen einen Neuanfang machen. Ich habe es nicht gepackt. Es hat nicht so funktioniert, wie ich es eigentlich auf dem Herzen hatte. Es sind Dinge gewesen, die stärker waren und die mich einfach davon abgebracht haben. Und ich bitte dich, dass ich einen echten Neuanfang mit dir machen möchte. Ich möchte dich um deine Kraft bitten. Ich möchte dich um deinen Geist bitten. Ich möchte dich um deine Hilfe bitten. Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben erneut. Ich gebe dir erneut die Herrschaft über mein Leben. Und ich bitte dich, dass du mir beistehst, dass du mich lehrst, dass du mich leitest und dass du mir hilfst, dass ich in ein siegreiches, dir wohlgefälliges Leben hineinfinde. Herr, ich bitte dich um dein Wirken, um dein Reden zu mir, dass ich auch in schwierigen Situationen einfach von dir höre, wie ich mich verhalten soll. Herr, ich bitte dich um einen echten Neuanfang. Ich möchte Buße tun für all das, was falsch gelaufen ist und dir mein Leben von ganzem Herzen neu hingeben. Sei du mein Herr und Retter. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, möchte ich dich herzlich beglückwünschen. Es ist absolut gut, zu Gott zu laufen. Wenn du Schwierigkeiten hast, Probleme hast, Sünden hast, laufe nie von Gott weg, sondern laufe immer zu ihm hin. Wenn du gefallen bist, in irgendeine Sünde hineingetrappt bist, dann laufe nie von ihm weg, laufe immer zu ihm hin, denn bei ihm ist die Hilfe. In dem Sinne, Gott hat viel mehr für dich.